Mein Name ist Patrick und ich bin Ingenieur bei der Borealis. Angefangen hat es so, ich habe als Kind gerne mit Lego gespielt und das war schon der Start von der Begeisterung für Kunststoff. Und ich habe dann später HTL für Umwelt- und Kunststofftechnik gemacht und in weiterer Folge dann auch noch ein Studium für Kunststofftechnik in Linz. Dann habe ich im zweiten Studienjahr in mehrere Forschungsprojekte zum Arbeiten begonnen und die waren immer gemeinsam mit der Borealis. Und da war die Zusammenarbeit bereits sehr gut. Deshalb bin ich jetzt seit 2018 bei der Borealis im Bereich Impact and Long-Term Behavior. Das Impact-Verhalten von Materialien, das ist, wenn zum Beispiel ein Auto, wo dagegen fährt, was eine sehr schnelle Belastung ist. Das Long-Term Behavior ist das, der Innendruck vom Rohr, das was irgendwo eingegraben ist und das muss halt 50 Jahre oder sogar länger den Innendruck aushalten. So, als Ingenieur arbeitet man in Projekte mit, in Forschungsprojekte für Materialentwicklung und halt auch für zum Beispiel im Labor neue Methoden entwickeln, wie Materialien geprüft werden. Bei so einem Arbeitstag hat man teilweise Methodenentwicklung, da ist man direkt im Labor, kann Sachen selber ausprobieren. Dann macht man teilweise auch Projektarbeit, das heißt, dass man in Projekte arbeitet, wo neue Materialien entwickelt werden, die charakterisiert und anschaut, wie gut die wirklich sind. Die größte Herausforderung ist, dass man so viele Möglichkeiten hat in der Borealis, dass man aussuchen muss, welche Methoden will man machen, was man sich halt genau anschauen will. Man hat unendlich Möglichkeiten hier. Man arbeitet viel gemeinsam, man hat viele Experten bei uns. Wenn man wo nicht weiter weiß, man kann nicht überall selber der Experte sein, dann kann man einfach einen Kollegen fragen, der was auf dem Gebiet schon gearbeitet hat. Und dann kommen wir gemeinsam zum Ziel, so people make it happen. Am meisten Spaß macht man einfach, dass man so viele verschiedene Tätigkeiten hat. Also nicht nur immer dasselbe, sondern jeder Tag ist anders und deshalb bleibt es immer spannend.